Ich bin der Nachbarschaftsengel von der Würmtalgemeinde und stehe ganz bewusst hier am Jakobsbrunnen in Münklingen, weil es für mich ein segensreicher Ort ist. Jesus sagte, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Und das hoffe ich, dass das in meinem Dienst spürbar wird, wenn ich Menschen besuche, Menschen, die mich anfragen oder auch manchmal sagt irgendjemand, da könntest du mal hingehen und dann mache ich das gerne. Ja, es sind einsame Menschen oder auch jemand, der einfach mal kurz Unterstützung braucht. Ich bin auch gerne bereit, mit jemandem zu beten, wenn es gewünscht ist. Und ja, was mir noch ganz wichtig ist, ist, dass ich vernetzt bin, zum Beispiel mit der Diakonie, mit dem Haus der Diakonie in Leonberg oder auch Böblingen und auch mit dem Pflegestützpunkt, dass ich ja, die Menschen, die Fragen haben oder besonderen Unterstützungsbedarf, dann einfach auch weiterleiten kann. Es gibt auch Dinge wie ganz praktisch, manche wissen immer noch nicht, dass es das Seniorenmobil gibt und da habe ich dann auch Flyer dabei und kann die weiterreichen. Ja, so viel in Kürze zu meinem Dienst und ich hoffe einfach, ja, dass das ein Segen sein kann in der Gemeinde und hoffe, dass auch viele andere noch mithelfen, weil alleine kann ich das gar nicht leisten.